Europa! Europa, das ist eine mythologische Dame, die war so schön, da hat sich Zeus in sie verliebt. Zeus war der König der Götter, das war der Göttergott. Zeus hat sich in Europa verliebt, nicht in Asien, nicht in Amerika. Er würde sich auch in einen Trampel verlieben, niemand. Es war Europa, Europa. Er hat sich in einen Stier verkleidet, Zeus hat sich in einen Stier verwandelt. Drum sind heute noch so viele Rindviecher in Brüssel, sagen Sie. Nein! Die Straße, da, diese Bude, da können Sie alles erfahren, wie Sie Fördergelder bekommen, wie Sie Unterstützung bekommen. Und da hört beim Nürnberger der Spaß auf. Warum heißt das Fördergelder? Was hat der Förder damit zu tun? Warum heißt es nicht Nürnberger Gelder? Verdammt nochmal, oder? Wenn es um Fortschritt geht, warum muss man dann nach Fürth gehen? Das ist die Frage. Ich kann es Ihnen aber beantworten. Wir kommen nur weiter und es führt alles nur einen Weg dahin, wenn man es gemeinsam macht. Ich hoffe, Sie kommen. Sie kommen nämlich auf einen guten Schnitt und das ist letztendlich das Einzige, was Sie mitnehmen sollten. Die EU bringt mehr, als sie kostet. Hier, der ESF. Weiß irgendjemand, was ESF ist? Ja, die Damen, die hier arbeiten, wissen es. Es ist der Europäische Sozialfonds. Jeder, der zu Hause kocht, weiß, was ein Fonds ist. Das wird keine Sau mehr essen, aber nach 3 Tagen in der Suppe, da geht's wieder. Ja, also ein Fonds ist ein Topf, da kommt was rein und dieser Topf wird ausgeschüttet, dann muss man es wieder aufkehren oder wischen. Aber wischen, wischen ist Englisch für Vision und ohne Vision geht gar nichts. Und das ist der Grund, warum wir zusammenhalten sollten. Es geht um 28 Nationen. Ich habe ja den ESF gefragt, was ist die wichtigste Nation in Europa? Und sie sagten, die wichtigste Nation ist die Halluzination. Ja, weil man sich was vorstellen kann. Daran liegt, dass sie wissen, irgendjemand verarscht hier irgendjemanden. Sehen Sie, und das ist bei der EU nicht der Fall. EU ist Rechtsstaatlichkeit. EU heißt, die Werte und Tugenden, die damals im alten Griechenland quasi erweckt und geschafft worden sind, das ist das Fundament der EU. Die Griechen waren es. Und auch heute denkt man jeden Tag in Brüssel und Straßburg an die Griechen. Kriegen wir das Geld oder kriegen wir es nicht? Verdammt, ist sexy. Sie müssen nur selber dafür sorgen, dass es nicht immer durch den Kakao gezogen wird. Deswegen machen Sie mit.